Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 13. Ja, jetzt hat er mich müde gemacht. Du hast meine ganze Umgebung menschenleer gemacht. Und du hast mich gepackt. Das zeugt gegen mich. Und meine Abmagerung tritt als Zeuge gegen mich auf. Mir ins Angesicht, sagt sie aus. Hiob, Kapitel 16, Verse 7 und 8. Als Ebenezer erwachte, war es dunkel und nass. Entsetzt stellte der Kaufmann fest, dass es dem Parasiten gelungen war, in seinem Leib das Haus zu verlassen. Er befand sich irgendwo in den verwinkelten Gassen einer Stadt, in einer Gegend, die ihm auf Anhieb nicht bekannt vorkam. Es dauerte einige Zeit, bis er wieder klar denken konnte, aber er merkte bald, dass er sich ausgeschlafen und erfrischt fühlte. Ein seltsames Gefühl, da es so vollkommen von seinem Körper losgelöst war. Aber wieso war es Nacht? Er musste sehr lange geschlafen haben, mindestens 24 Stunden. Aber das war jetzt egal. Wichtig war nur, dass er sich stark und ausgerührt fühlte. Wenn der Parasit, der sich seines Körpers bemächtigt hatte, einschlief, würde er bereit sein. Bis dahin würde er sich im Hintergrund halten und beobachten. Mit langen Schritten lief sein Leib durch die Dunkelheit. Der einzige Lichtschein kam von der tief hängenden Wolkendecke, die die Lichter der Stadt als schwachen Schimmer reflektierte. Dennoch schien das Wesen sich problemlos zurechtzufinden. Ohne Zögern bog es mal hierhin, mal dorthin ab und suchte sich zielstrebig seinen Weg durch das Labyrinth aus engen Gassen und kleinen Sträßchen. Ebenezer musste feststellen, dass die Kontrolle, die die fremde Macht über seinen Körper erlangt hatte, erschreckend gewachsen war. Noch bevor er sich zur Ruhe begeben hatte, hatte er gehofft, dass es niemals so weit kommen würde, und jetzt bewegte sich der Eindringling in seinem Körper, als wäre er schon immer sein eigener gewesen. Vielleicht hatte er länger geschlafen, als er zuerst gedacht hatte. Er musste wissen, wie lange er dem Wesen seinen Körper unbeobachtet überlassen hatte. Dazu musste er herausfinden, welcher Tag heute war. Aber im Augenblick sah er dazu keine Möglichkeit. Selbst wenn sie sich nicht in einer menschenleeren Gasse befunden hätten, hätte er nicht genug Macht über seinen Körper gehabt, um jemanden zu fragen. Und das Wenige, was er von den Gebäuden zu beiden Seiten erkennen konnte, sah auch nicht so aus, als lebe dort jemand, der ein Kalendarium sein eigen nannte. Ebenezer würde warten müssen, bis sie wieder zu Hause waren. Wenn das Wesen jemals wieder in mein Haus zurückkehrte, dachte er alarmiert. Wenn sie sich überhaupt noch in Prag befanden. In dieser Hinsicht sollte er allerdings bald beruhigt werden. Nachdem sie ein weiteres Mal abgebogen waren, überquerten sie auf einer flachen Holzbrücke einen Kanal. Hinter der Brücke wandte das Wesen sich nach links und betrat einen schmalen Steg, der am Ufer des übelriechenden Kanals entlang führte. Die Rückseiten der Häuser wirkten noch weniger einladend als das, was Ebenezer bei ihrem Marsch durch die Gassen von den Fassaden erkannt hatte. Die wenigen kleinen Fenster waren mit Brettern vernagelt und die Türen, die sie passierten, reichten ihm kaum bis zur Schulter. Ebenezer fürchtete schon, sie würden ewig an dem Kanal entlang laufen, als das Wesen seinen Körper endlich an einer Tür anhalten ließ, von der eine Gondel am Steg festgebunden war. Einen Moment lang verharrten sie vollkommen reglos vor der Tür, und er vermeinte, leise Stimmen aus dem verwahrlosten Haus kommen zu hören. Dann spürte er, wie sich seine Hand hob und an die niedrige Tür klopfte. Im nächsten Augenblick wurde die Tür von einer gebückten Gestalt in Lumpen geöffnet und sie schlüpften sofort hindurch. Hinter der Tür befand sich ein kleiner Lagerraum, leer bis auf ein paar Jutesäcke, die in einer Ecke standen. Der grelle Schein einer Kavit-Laterne warf die scharfen, umrissenen Schatten von insgesamt 5 zerlumpten Gestalten an die verwitterten Bretterwände. Genau waren die anderen Verschwörer, wie Ebenezer sie im Geist sofort nannte, wegen des blendenden Lichts nicht zu erkennen. Aber offensichtlich wusste das Wesen, wen es zu erwarten hatte.
Wo ist es? Hörte er seine eigene Stimme sagen. Sie klang so heiser, dass er sie beinahe nicht erkannt hätte. Wir haben es noch nicht, antwortete eine der Gestalten flüsternd. Aber wir haben Hinweise darauf, wo es sich befindet, meldete sich eine zweite Person, offenbar ein älterer Mann, zu Wort. Dann findet es, erklang wieder seine eigene Stimme, und damit endete das seltsame Treffen so unvermittelt, wie es begonnen hatte. Ohne ein weiteres Wort drehte das Wesen seinen Kopf herum. Eine der Gestalten drängte sich an ihnen vorbei, um ihm die Tür aufzuhalten, und als sie hindurch auf den Steg traten, fiel für einen Moment das helle Karbidlicht auf den Arm der Gestalt. Während die fremde Macht seinen Körper den gleichen Weg zurückhetzte, den sie gekommen waren, konnte er nur an diesen Arm denken. Er war nicht einmal annähernd menschlich gewesen. Ein dichter Pelz aus schwarz glänzenden Borsten hatte ihn überzogen, und an seinem Ende hatte sich keine Hand befunden, sondern ein scharfes, gebogenes Klauenpaar, ganz ähnlich wie der Huf einer Ziege. Mit wem oder was hatte das Wesen sich in diesem Lagerhaus getroffen? Für welches entsetzliche Komplott wurde sein Körper da missbraucht? Als er sich wieder so weit beruhigt hatte, dass er wahrnahm, was um ihn herum geschah, stellte er fest, dass sie sich wieder in einem ihm bekannten Teil Prags befanden und in Richtung seines Hauses marschierten. Danke, Marsha. Bitte führe meine Besucher ins Kaminzimmer. Bring ihnen Wein und etwas zu essen. Ich komme sofort hinunter. Das Hausmädchen nickte stumm und verschwand, um seine Anweisungen auszuführen. Gregor hatte es also geschafft, dachte Nathan erleichtert. Es war schon fast 2 Wochen her, dass sein Freund sich auf den Weg gemacht hatte, einen unabhängigen Arzt zu finden, der seinen Vater untersuchen konnte. Und Nathan hatte fast nicht mehr damit gerechnet, dass diese Suche noch zu etwas führen würde. Aber jetzt war Gregor zurückgekehrt und er war nicht allein gekommen. Er warf noch einen letzten Blick auf die Stoffmuster, die vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet lagen, und verließ dann das Zimmer, um sich mit seinen Gästen zu treffen. Er hatte sich in den vergangenen Wochen daran gewöhnt, dass sein Vater sich ungewöhnlich benahm. Immerhin musste er zugeben, dass sein Gesundheitszustand sich tatsächlich kontinuierlich gebessert hatte. Seine geistige Verwirrtheit hatte im gleichen Maße abgenommen, wie er wieder zu Kräften gekommen war. Dennoch konnte er sich das Gefühl nicht erwehren, dass sein Vater einfach nicht mehr derselbe war wie vor seiner Krankheit. Bereits in der letzten Woche war es Ebenezer so gut gegangen, dass er ohne Probleme wieder die Geschäfte hätte übernehmen können. Aber dennoch hatte er sie weiterhin in Nathans Händen gelassen. Stattdessen trieb er sich oft stundenlang allein in der Stadt herum. Er behauptete, diese Spaziergänge trügen dazu bei, dass er sein Gedächtnis zurückerlangte. Nicht, dass es Nathan etwas ausmachte, an sein eigenes Vaters Stelle das Familienunternehmen zu leiten, ganz im Gegenteil. Aber es war einfach so gar nicht Ebenezers Art. Anderen etwas überlassen, was er auch selbst erledigen könnte. Gregor und der Fremde saßen bei Reiswein und einer kalten Geflügelplatte mit Reisbällchen vor dem Kamin. Es war eine laue Herbstnacht, und in der großen steinernen Feuerstelle glomm nur der Form halber noch etwas Glut. Als Nathan das Kaminzimmer betrat, erhob Gregor sich sofort von seinem Stuhl und trat ihm freudestrahlend entgegen. »Guten Abend, mein lieber Freund!« »Wir danken dir für das gute Essen und freuen uns, deine Gäste sein zu dürfen.« Er ergriff Nathans Hand und schüttelte sie überschwänglich, aber Nathan beachtete seinen alten Freund kaum. Er interessierte sich vielleicht zu sehr für Gregors Begleiter. Der hochgewachsene Fremde saß noch immer am Tisch. Er hatte ihm den Rücken zugewandt und nagte in aller Seelenruhe die letzten Knochen ab. Er hatte einen schwarzen, wollenen Reisemantel und hatte ihn nicht abgelegt. Und das Einzige, was Nathan von ihm erkennen konnte, war das wirre graue Haar, das ihm in feuchten Strähnen über die Schulter fiel. Jetzt hatte der Mann mal seine Mahlzeit beendet und griff nach seinem Weinbecher. »Nathan, darf ich dir Wittgenstein vorstellen?«,
sagte Gregor und drängte sich an Nathan vorbei an den Tisch. Der Mann, den er als Wittgenstein bezeichnet hatte, erhob sich und wandte sich um. Sein linkes Auge war unter einer schwarzen Augenklappe verborgen, doch sein gesundes rechtes musterte Nathan funkelnd. Mit dem Anflug eines spöttischen Lächelns deutete er eine Verbeugung an. Nathan nickte und streckte ihm zögernd die Hand hin. Wittgenstein erwiderte seinen Handdruck kurz und kräftig. Dann setzten sie sich zu dritt wieder an den Tisch. Nathan ließ von Mascha einen dritten Becher und eine weitere Karaffe Reiswein bringen und musterte seinen einäugigen Gast misstrauisch. »Du bist also Arzt?« fragte er nach einer kurzen Pause. Diesmal stahl sich ein breites Lächeln auf Wittgensteins Gesicht und er schüttelte den Kopf. »Nicht ganz, aber ich habe so meine Erfahrungen gemacht.« Er langte über den Tisch und füllte seinen Becher aus der zweiten Karaffe nach. »Dein Freund Gregor hat mir erzählt, dein Vater litte an einer rätselhaften Krankheit und du wärst in einer unabhängigen Diagnose interessiert? Und du kannst mir eine solche Diagnose liefern?« fragte Nathan zweifelnd. »Vielleicht. Auf jeden Fall kenne ich verschiedene Spezialisten, bei denen die Sache in besten Händen wäre.« Nathan warf einen verärgerten Blick zu Gregor hinüber, doch der spielte mit seinem Reisweinbecher und sah abwesend ins Kaminfeuer. Was hatte er sich nur dabei gedacht, diesen ungehobelten Fremden hierher zu bringen? Mit einem Ruck erhob Nathan sich vom Tisch. »Entschuldigst du uns bitte kurz?« bat er Wittgenstein kalt und fügte dann etwas lauter hinzu. »Gregor, kann ich dich draußen alleine sprechen?« Als sie auf dem Korridor standen und Nathan die Tür zum Kaminzimmer geschlossen hatte, packte er Gregor am Kragen seines teuren Seidenhemdes und fuhr ihn zornig an. »Was soll das, Gregor? Wieso hast du ihn hierher geschleppt?« »Ich will dir mal was sagen, mein Freund«, erwiderte Gregor scharf. »Was du verlangst, ist alles andere als ein Kinderspiel. Seit diesem unseligen Hagel vor ein paar Monaten sind alle Ärzte furchtbar nervös. Jeder weiß, dass da was mit der Traumsaat und der Kirche los ist, und keiner will sich daran die Finger verbrennen. Wittgenstein war mein einziger Kontakt, der sich überhaupt auf die Sache eingelassen hat. Wir haben verdammtes Glück, dass es ihn ausgerechnet jetzt nach Prag verschlagen hat. Und gerade du solltest wissen, wie das mit dem Angebot und Nachfrage funktioniert. Er kann dir liefern, was du willst, also diktiert er die Bedingungen.« Wutschnaubend ließ Nathan das Hemd seines Freundes los und hielt jedoch dessen herausfordernden Blick stand. Er wollte geradezu einer erbosten Antwort ansetzen, als sein Vater durch die Tür zurück in den Innenhof von Flur betrat. Wie angewurzelt verharrten Gregor und er vor der Tür des Kaminzimmers, während der alte Kaufmann an ihnen vorbeiging und Nathan mit einem kurzen Nicken gute Nacht wünschte. Als er die Treppe hinauf verschwunden war, sahen sie einander für einen Moment lang schweigend an. »Ich verstehe jetzt, warum du dir Sorgen machst«, flüsterte Gregor. »Er benimmt sich wirklich seltsam.« Nathan nickte nur. Sein Vater hatte Gregor noch nie ausstehen können. Für Ebenezer war sein Freund das typische Exemplar eines reichen, verwöhnten Städters, der nie gelernt hatte, für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten. Vor seiner Krankheit hätte er sich mit einem bissigen Kommentar sicher nicht verkniffen, und wenn er dem jungen Mann in seinem Haus begegnet wäre, dann wäre was los gewesen. Nachdenklich öffnete Gregor die Tür des Kaminzimmers und sie kehrten zu Wittgenstein zurück, der immer noch am Tisch saß und gemütlich einen weiteren Becher Reiswein schlürfte. Was trieb sein Sohn wieder mit diesem nichtsnutzigen Trunkenbold? Ebenezer hatte sich damit abgefunden, dass er hilflos zusehen musste, wie Nathan seine Geschäfte während seiner Krankheit, seiner Besessenheit, führte. Und er musste zugeben, dass es den Anschein hatte, als würde der Junge seine Sache gut machen. Aber dass er diesen Städterabschaum in sein Haus einlud, machte Ebenezer wütend, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Aber was half es? Er musste sich jetzt erst einmal beruhigen und auf seine Chance warten, dem Wesen die Kontrolle über seinen Körper zu entreißen. Er hoffte nur, dass Nathan
nicht die ganze Nacht mit diesem schrecklichen Gregor verplemperte. Ebenezer wandte seine Aufmerksamkeit wieder seiner unmittelbaren Umgebung zu. Auch als sein Blick auf das Kalendarium auf seinem Schreibtisch fiel, traf ihn beinahe der Schlag. Wenn sich niemand einen Scherz erlaubt und die falschen Zahlen auf den kleinen Holztäfelchen nach vorne geklappt hatte, dann war heute der 2. Oktober. Das heißt, es waren beinahe 2 Wochen vergangen, seit er eingeschlafen war. Er musste dringend etwas unternehmen. Kurze Zeit, nachdem sie in sein Schlafzimmer zurückgekehrt waren, ließ das Wesen seinen Körper auf das Bett sinken und begab sich zur Nachtruhe. Ebenezer hatte alle seine Aufmerksamkeit nach innen gerichtet und konnte genau spüren, wie die fremde Präsenz in seinem Kopf langsam wegdämmerte. Er wusste nicht, ob das Wesen ein ähnliches Schlafverhalten hatte wie ein Mensch, aber er wartete vorsichtshalber noch eine ganze Weile, bevor er in Aktion trat. Dann aber hielt er es nicht mehr aus. Im Geiste tastete er nach seinen Gliedmaßen, stellte sich vor, in seinen Körper hineinzugleiten wie ein kostbares Gewand. Als erstes würde er versuchen, seine Augen wieder aufzuschlagen. Intensiv dachte er an die leichte Spannung seiner Lider, suchte nach jenem flüchtigen Punkt, an dem sie locker zwischen offen und geschlossen verharrten. Doch zuerst geschah überhaupt nichts. Das gleichmäßige Geräusch seiner Atemzüge dröhnte ihm in den Ohren und er fürchtete schon, jede Kontrolle über seinen Körper für immer verloren zu haben. Als plötzlich seine Wimpern erbebten. Langsam, ganz langsam, schlug Ebenezer die Augen auf. Es dauerte einen Moment, bis er sich an das Halbdunkel des Schlafzimmers gewöhnt hatte. Nur eine einzige Teilkerze auf dem kleinen Nachttisch neben seinem Bett erleuchtete den Raum. Er wusste nicht, wie lange er gebraucht hatte, aber irgendwann hatte er es geschafft. Er stand am Fuße seines Bettes. Glücklicherweise hatte das Wesen sich nicht die Mühe gemacht, seinen Körper zu entkleiden, bevor es eingeschlafen war. Die ersten Schritte bis zur Tür fielen ihm schwer, aber als er draußen im Flur war, ging es schon besser. Eigentlich war Ebenezer eher überrascht, wie unproblematisch alles bisher gewesen war. Das Einzige, was ihm Sorge bereitete, war die schlafende Macht, die er noch immer irgendwo in seinem Hinterkopf spüren konnte. Was würde geschehen, wenn das Wesen plötzlich erwachte? Konnte er verhindern, dass das geschah? Würden laute Geräusche oder plötzliche Bewegungen es frühzeitig aus seinem Schlaf erwachen lassen? Ebenezer wusste es nicht und es blieb ihm nichts anderes übrig, als davon auszugehen, dass das schlummernde Wesen bald wieder die Kontrolle über seinen Körper zurückerobern würde. Die Zeit bis dahin musste er nutzen, so gut er konnte. Als er vor der Schlafzimmertür seines Sohnes angekommen war, blieb er einen Moment stehen und lauschte. Kein Geräusch war zu vernehmen, das gesamte Haus schlief. Also gut, er würde versuchen, mit Nathan zu reden. Er wusste, dass er seinen Sohn seltsam vorkommen würde, wenn er mitten in der Nacht an seinem Bett auftauchte. Er werde ihn für einen Schlafwandler halten oder die Sache als Nachwirkung seiner Verletzung abtun. Dennoch musste Ebenezer ihn dazu bringen, dass er ihm zuhörte, wenn er überhaupt sprechen konnte. »Nathan«, stieß er flüsternd hervor. Wieder klang seine eigene Stimme fremd, aber nicht so fremd wie zuvor, als das Wesen die Worte geformt hatte. Ebenezer räusperte sich leise. Dann öffnete er die Schlafzimmertür. Auch das Schlafzimmer seines Sohnes wurde von einer Teilkerze erhellt, die auf einem kleinen Board neben der Tür stand. Nathan lag tatsächlich in seinem Bett und schlief fest. Seine Kleidung lag achtlos auf dem Fußboden und auf dem kleinen Tisch zwischen einem alten Lehnstuhl und dem Bett standen eine prächtige Zinnkanne und ein Weinbecher. Vorsichtig schloss Ebenezer hinter sich die Tür und ging zu dem Sessel hinüber. Nachdem er sich darauf niedergelassen hatte, räusperte er sich noch einmal. »Nathan«, sagte er leise. Er musste seinen Sohn noch 3-mal eindringlich beim Namen rufen, bis er sich zu rühren begann. Als er dann die Augen aufschlug und sich dem Sessel zuwandte, dauerte es einen Moment, bis er begriff, dass tatsächlich sein Vater dort saß und ein Ausdruck ungläubigen Erkennens auf seinem verschlafenen Gesicht erschien. »Was machst du denn hier?«, fragte er schlaftrunken. »Hast du zu viel getrunken?« Ebenezer bereute die Frage im selben Moment, indem er sie gestellt hatte und winkte hastig ab. »Ich will es gar nicht wissen. Es ist nur wichtig, dass du genau verstehst, was ich dir jetzt sage.«
Er hatte das Gefühl, etwas schleppend und undeutlich zu sprechen. Hoffentlich besserte sich das bald wieder. Ich möchte nicht, dass du morgen früh aufstehst und denkst, das alles sei nur ein Traum gewesen, verstanden? Nathan setzte sich auf und schlang sich ein Laken um die Schultern. Er schüttelte den Kopf und sah seinen Vater verwundert an. Was redest du denn da? Mein Sohn, hör mir jetzt genau zu. Du weißt, dass ich niemals Scherze mache. Ich war in den letzten Wochen nicht ich selbst. Irgendetwas, irgendeine Macht hat die Kontrolle über meinen Körper übernommen. Ich musste dabei hilflos zusehen. Jetzt schläft das fremde Wesen und nur deswegen konnte ich zu dir kommen, um mit dir zu reden. Ebenezer konnte sehen, dass Nathan mittlerweile hellwach war. Mal langsam, Vater, was ist passiert? Fragte er misstrauisch und sah ihn eindringlich an. Ich weiß auch nicht viel mehr, antwortete Ebenezer schulterzuckend. Heute Nacht war ich bei einem geheimen Treffen einer Verschwörung. Es gibt Leute, die anscheinend etwas für mich oder das andere Wesen suchen. Ich glaube, nicht alle davon sind menschlich. Nathans Augen wurden mit jedem Wort größer und er beugte sich zu ihm vor. Deine Verletzung? Als ich das erste Mal aus der Bewusstlosigkeit erwachte, dachte ich, ich sei gelähmt. Aber dann habe ich festgestellt, dass diese fremde Macht da ist und versuchte, die Kontrolle über meine Gliedmaßen zu erringen. Ich habe mich gewehrt, ohne Erfolg. Ich konnte nur hilflos zusehen, wie... Auf einmal durchfuhr seinen Kopf ein stechender Schmerz. Ebenezer sackte im Lehnsessel zusammen und griff sich an den pochenden Hinterkopf. Aber da war nichts außer der schon lange verheilten Narbe. Die Quelle des Schmerzes saß viel tiefer in seinem Kopf. Der Parasit erwachte. Nein, stieß Ebenezer keuchend hervor und krümmte sich noch tiefer in den Sessel. Er durfte jetzt auf keinen Fall die Kontrolle verlieren, aber das Wesen war so stark. Er wusste genau, dass er da war und es kämpfte gegen ihn. Vater! Nathan war aus dem Bett gesprungen und kniete neben dem Lehnstuhl. Ebenezer konnte spüren, wie sein Sohn sanft versuchte, seine verkrampften Finger von seinem Kopf zu lösen. Dann war der Schmerz plötzlich unerträglich und Ebenezer konnte seine Konzentration nicht mehr aufrechthalten. Im nächsten Moment hatte der alte Kaufmann die Kontrolle über seinen Körper verloren. Der Schmerz war wie weggeblasen und benommen spürte er, wie sein Körper sich entspannte. »Vater, ist alles in Ordnung?« hörte er jetzt wieder die besorgte Stimme seines Sohnes. Er spürte, wie das Wesen nickte und sich aus dem Stuhl erhob. Noch ehe Nathan sich erheben konnte, hatte er plötzlich die schwere Zinnkanne in der Hand und ließ sie auch schon mit aller Kraft auf den Kopf seines Sohnes herabsausen. Mit lähmendem Entsetzen spürte Ebenezer, wie der Schädelknochen beim Aufprall der Kanne nachgab und warmes Blut auf seine Hände spritzte.